You need to know that I'm a So, wieder hallo und willkommen zurück zu einer Ausgabe von The Crew 2 und heute geht es gegen die, gegen die Chefin von der Freestyle Family, Sophia Herrera irgendwas, also spanischer Name, und wir haben ja alle die Disziplinen hier abgeschlossen, 100%, wie ihr seht, die testen so natürlich nicht, aber ist mir auch relativ glatte, aber jetzt können wir gegen sie antreten und der Gewinn ist ein wunderschönes Hovercraft, das gibt es ja im Spiel so gar nicht, also gibt es schon, wenn man gegen sie gewinnt und dann kommt ja auch noch eine Disziplin rein, wo man die dann wirklich richtig fahren kann, aber solange gibt's, ist die einzige Möglichkeit, über sie da ranzukommen und ich habe mega Bock auf den Hovercraft, weil das kann auf Wasser und auf Land fahren und das ist eigentlich ziemlich brutal. Dementsprechend gehen wir da rein. Wir fahren dann Jetsprint und Monster Truck. Keine Aerobatics. Gut, ist auch kein kompetitiver Modus wirklich. Und ich würde mal sagen, wir blitzreisen da mal hin. Und dann geben wir uns das mal. Du trittst hier gegen Sophia an. Okay. Und sie wird dir den Thron nicht einfach überlassen. Du wirst alles geben müssen, falls du hier gewinnen willst. Aber wenn du es tust, wird es sich lohnen. Was? Sie gibt mir den Sieg nicht einfach so? Scheiße, so habe ich mir jetzt das Boss-Battle nicht überlegt. Okay, krass, ich fahre einfach direkt gegen sie. Ich meine, bei der Offroad-Sache war das so. David hat recht. Ich werde dir nichts schenken. Das ist krass. Also zieh dir die Matschhose an und lass es uns im Sumpf austragen. Oh. Pitchfight im Schlamm, geil. Ich meine. bei der Offroad-Sache, also wir sind jetzt hier direkt im Rennen fahren. Bei der Offroad-Sache gab es so ein bisschen RTL2-Niveau nebenher. Ein bisschen. Ey, den mache ich voll fertig. Ja, Alter, der hat mich beleidigt und meine Ehre. So, na weißt du. Das ist voll nicht korrekt gewesen von dem. Schau dir das mal aufs Maul. Wir sind viel so, hey komm, lass uns cool Rennen zusammenfahren, wir sind die besten Freunde. Es geht gerade erst los. Ich weiß, es wirklich nur so ein kleines Bossrennen. Also wie gesagt, das Offroad-Ding war, wie gesagt, wie so eine RTL-2-Soap. Und am Ende so ein bisschen wie Tokyo Drift. Ja, du musst das Land verlassen. Oh nein, ja okay, aber nur wegen meiner Ehre. Weil du sie beschmutzt hast. Warum gehst du auch in mein Feld? Mein Boot anscheinend relativ zügig ist. Boah, Boote. Ja, viele Boote. Ist eine Rampe. Geh voll ans Limit. Mach ich schon, das Ding geht nicht schneller. Fahren wir hier nicht Halbgas, wo sind wir denn hier? Das ist irgendwie Emanzipation, da darf man auch eine Frau auf bisschen aufs Maul hauen. Also, in gewissem Maßen. Frauenschlag ist trotzdem scheiße, aber ich meine, wir siegen. Das ist okay. Das ist legitim. Ich finde, das darf man. Ich denke mir jetzt gerade ganz schön in den Nacken, die Frau. Das gefällt mir persönlich nicht so geil. Aber jetzt gleich wirklich. Warte. Wenn wir Monster Trucks dabei haben und wir höchstwahrscheinlich nicht in der Arena irgendwelche Tricks machen, wenn wir gleich einen Monster Truck rennen gegen einen Ort. Das wäre schön. Ich will Monster Truck rennen gegen die fahren. Bitte. Lass dich Monster Truck rennen fahren. Nicht so taghaft. Ja. Die Maschine hält das aus. Mir bewusst. Aber ich bin ja schon mal zum Monster Truck Rennen gefahren. Die ganzen Disziplinen ist ja ein Rennen gewesen. Ich hätte mir da viel mehr gewünscht. So Monster Truck Rennen wären voll geil gewesen. Hier sitzt man aber ganz schnell auf. Hier ist nicht so viel Wasser drin, wie man eigentlich bräuchte. Aber ich zerstöre sie so leicht. Es tut mir sehr leid. Das tut mir wirklich sehr leid. Zeig nun, dass du auch wow! Ja, schön, dass ich mit Backflip direkt starte. Geil. Das Schöne ist, das Handling-Modell bleibt ja trotzdem so. Also das Ding ist trotzdem in den Sprüngen voll kontrollierbar. Und das ist halt relativ lustig, weil du halt aufpassen musst, dass du nicht aussehen in der Luft im Sprung einen Backflip ziehst. Was auch cool aussehen würde, aber nicht unbedingt im Rennen helfen würde. Aber Bigfoot rasiert. Wie sonst Bigfoot genommen? Ich dachte, ein Ice Cream Reset wäre auch cool gewesen, natürlich. Aber was ja, Bigfoot ist halt noch ein Tag geiler. Na los! Hallo, ich führe. Wieso müssen Gegner eigentlich jedes Mal, wenn sie auf dem Platz 2 sind und dass wir massiven Abstand jedes Mal so eine große Fresse haben? Dass wenn du in den Boxring steigst, schon aufs Maul bekommen hast und trotzdem aufs Maul weiter aufreißt. Nein! Fahr nach vorne! Hey, kommst du, das schaffen wir noch. Du hast schon den ersten Schlag voll in die Fresse bekommen. Ja, wann schlägst du denn nicht zu?
Und du denkst dir halt nur so, das hat er jetzt nicht gesagt, oder? So geht mir das hier gerade auch so. Du gibst dir nicht. Ah, richtig Gas. Scheiße. Auf dem Wasser, auf dem Land. Komm schon, warum hat noch keiner daran gedacht, das auch in der Luft zu machen? Mit Monster Trucks zu fahren, die können. Die sind in der Luft jetzt nicht so geil. Rein physikalisch wird das schwer. Das war ein ganz schön leichtes Bossrennen. Also das Aufwand-Ding war deutlich härter. Wow. Herzlichen Glückwunsch. Du bist das wie ein Champ angegangen. Wie ein Champ? Du bist ein Champ. Ich möchte betonen, die Cutscene, dass er am Laptop sitzt und einen Tweet raushaut, dass er die Freestyle Queen besiegt haben. Das war auf jeden Fall sehr notwendig. Ich dachte mir so, oh, ja, das hat mich jetzt auf jeden Fall nochmal innerlich verändert. Dankeschön für den Hinweis. Das war's? Über dieses Fahrzeug verdienen, ja. Aber, ja gut, es ist deutlich kürzer gewesen als bei der Offroad-Sache. Wie gesagt, bei der Offroad-Sache war ja ein halber RTL2-Epilog noch dabei. Hätte ich jetzt... mehr gewünscht doch, aber naja. Kennst du diese Typen, bei denen es bei jedem Wettkampf um Leben und Tod geht? Nun, wir machen das anders. Wir machen es richtig. Wir versuchen uns gegenseitig zu pushen. Am Ende will ich nicht besser sein als du, sondern die Beste. Wir alle wollen das. Jubel immer dem Sieger zu, aber versuche der zu sein, dem zugejubelt wird. Wir haben bisher überlebt, ohne uns untreu zu werden. Und das soll auch so bleiben. Wir wollen uns nicht unterordnen. Wir wollen der Welt etwas zeigen, etwas Schönes. Und vielleicht ein paar Explosionen. Explosionen? Echt? Betrachtet ruhig das ganze Land als euren Spielplatz. Warum auch nicht? Weißt du was? Das tun wir. Und das werden wir. Sieh an, der glänzende Sieger. Wortwörtlich, weil ich hier so verschwitzt sitze. Du bist der Star der Show. Und Sophia wird dir als Erste gratulieren. Ich dachte mir, du willst das sicher auf gebührende Art feiern. Indem du mit einem brandneuen Gefährt wieder daraus fährst. Also, geh jetzt zur Barn und du wirst sehen, was ich meine. Ich will in der Tat als Erste gratulieren. Ich hasse es zu verlieren. Aber bei einem Freund, der eine solche Show abliefert, kann ich nur sagen, bravo. Jetzt schnapp dir dein neues Gefährt und raus mit dir, damit ich dich fertig machen kann. Die ist viel zu nett. Warum sind die alle so nett? Ja gut, der Champion von Overtypen war ja auch nett und der Coach von dem war das letzte Arschloch. Hier gab es ja halt keinen Coach. Aber das war jetzt ein bisschen zu wenig sogar. Ich habe jetzt fürs Finale echt mit mehr gerechnet, muss ich wirklich sagen. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Das sage ich jetzt so mal ehrlich so heraus. Ja, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe echt mit mehr gerechnet. Also das recht, weil es das Finale ist. Da kann man natürlich noch ein bisschen mehr krachen lassen eigentlich. Aber gut, wir durften mit dem Monster Truck durch den Sumpf fahren. Es ist auch okay, damit kann ich vollkommen leben. So, wir holen jetzt gleich mal unser Luftkissenboot ab. Luftkissenboot. So, das Ding haben wir auch voll. Genau. Damit haben wir das hier fertig und Freestyle auch. Wie gesagt, die Tests müssen wir noch machen, aber sonst haben wir das hier fertig. Heißt, wir müssen Pro Racing und Street Racing fertig machen. Das geht in den nächsten Folgen. Ist das soweit der Plan? Jetzt gehen wir aber erstmal ins HQ. Von den Freestylern. Nebenbei, ich habe immer das Gefühl, mit den nächsten Updates werden wir noch einiges von Freestyle mehr sehen. Weil wenn du immer diese Cutscene siehst bei Freestyle, siehst du erstmal Monster Trucks, die aus dem fucking Flugzeug geworfen werden. Das passiert nicht einmal im gesamten Spiel. Wir sehen Monster Trucks, die mit einem riesen Football spielen. Sieht man auch nicht einmal im Spiel. Also dementsprechend, entweder wird das alles multiplayer-technisch noch kommen, was ich mir wünschen würde, was geil wäre. Oder sie machen halt einfach Cutscenes mit Sachen, die einfach gar nichts mit dem Spiel zu tun haben, was ein bisschen schade wäre. Weil ich hätte mega gern, dass ich mit Monster Truck aus dem Flugzeug rausgeschossen werde. Super geil. Und ich hätte auch mega gern einen PvP-Modus im Dezember, wo ich mit Monster Trucks gegeneinander Football spiele. Das wäre alles saugeil. Bitte macht das. Wenn ihr schon solche Cutscenes macht, ihr habt ja anscheinend die Ideen irgendwo im Hinterkopf. Dann macht ihr doch bitte vielleicht auch ein Spiel. So, ich höre jetzt noch mein Hovercraft, danach beschwere ich mich weiter. Nein, Spaß. Das ist doch. Ein Luftkissenboot. Das ist wie ein Auto und ein Flugzeug. Alles in einem. Da sieht man die Dinge auf ganz neue Art. Inwiefern ein Flugzeug? Luftkissenboote können noch nicht fliegen, seitdem ich das mitbekommen habe. Aber wir holen uns erstmal unser Luftkissenboot ab. Wir sitzen drin, als hätten wir einen Stock im Arsch. Ach nee, wir knien drin, als hätten wir einen Stock im Arsch. So, aber bevor wir halt irgendwas machen, erstmal lackieren wir das Ding. Erstmal kommt da eine coole Design drauf, weil ich Bock drauf habe. Das ist der einfache Grund. Ich will ein Design drauf haben. So,
Und wir pimpen dürfen wir ja auch nichts dran. Dementsprechend ein anderes Bild sein. Wo steht mein Boot? Da steht. Ne, hier steht Flugzeug. Da steht's Boot. Hier steht's Boot. Okay, also was gilt als Luftkissenboot? Ist das ein Straßenfahrzeug? Ich habe keine Ahnung, worunter das eingeordnet wird. Warte, wechseln. Wo ist das Luftkissenboot drunter? Proto X3. 10, wow. Das ist ein Landfahrzeug offiziell. Anpassen, Verzierung. Ich will nicht was anderes drauf haben. Der Schreiben sieht nicht aus wie so ein Monster-Design, nur billig. Und das ist kacke. Das ist geil. Das war leicht sexy. Ich glaube, das mache ich sogar. Das fand ich echt geil. Das hier. Das finde ich schick. Das kommt drauf. Kostet auch nur 10. Sehr gut. So, ich würde sagen, jetzt gehen wir mal raus. Luftkissenboot-Action, liebe Leute. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ding sich fährt. Oh, das... Okay. Ja, man merkt jetzt ein Luftkissenboot. Es rutscht natürlich viel mehr, weil es ja über dem Boden schwebt. Dem Luftpolster. Und dementsprechend natürlich keinen direkten Bodenkontakt hat. Alter, ist das Ding am Rutschen. Junge, so. Aber wir können nämlich auch jetzt Folgendes machen. Wartet. Jetzt kommt das Coole an dem Luftkissenboot. Ist das geil oder was? Aber wir haben auch mal Feuerlöscher. Also ist schon mal sehr wahrscheinlich, dass das Ding irgendwann Feuer fängt. Aber wir können einfach über Wasser und über Land fahren. Das ist saugeil. Das ist absolut der Shit. Sag, auf Wasser fällt sich das Ding irgendwie ein bisschen angenehmer. Dann hast du halt das Problem, dass das Ding so ein bisschen am Rutschen ist. Aber es gibt nichts, was mich auffällt. Ein bisschen erstmal ein Sending gewählt von dem Ding. Aber es freut mich, damit dann Rennen zu fahren. Vielleicht hast du den POP ja mega Bock drauf, wenn du einfach hier überall langkacken kannst und überall dieselbe Geschwindigkeit haben kannst, ist halt irgendwie lustig. So, ja. Bei Luftkissenboot, ich darf das. Ja, das ist voller Recht dazu, weil ich kann auch sowas machen wieder. Und zack, aufs Wasser. Und zack, wieder aufs Land. Das ist halt geil. Das ist eigentlich ein Spiel, wo du sowieso alles machen kannst. So ein Luftkissenboot halt einfach so perfekt. Oh, ich rutsche wieder. Oh. Oh, hier ist ein Kanal. Gar kein Problem, weil Luftkissenboot. Oh, ist das schön. Ich finde Hovercraft immer noch cooler. Ich habe ein Hovercraft. Ich habe ein Luftkissenboot. Ich bin auf Wasser. Ich bin auf Wasser. 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 Jetzt kommt's, kommt's, kommt's. Land. Wasser. Ich wollte einer kommen. Absperrung. Land. Aber wenn es hier ist, komme ich nicht wieder weg, scheiße. Ah, hier kommt raus. Vollgas! Zwar jetzt nicht so schnell, aber es ist halt auch ein Luftkissenboot. Oh, Hovercraft. Ich finde Hovercraft klingt aber viel cooler. Das hört sich auf Wasser aber auch angenehmer, das Ding. Also auf Land ist so ein bisschen hier, ui, ui. Du kannst hier so ein bisschen Tokio durchmachen. Längst einmal ein, das Ding fährt die ganze Zeit konsequent quer. So, hopp. Entschuldigung, ihr müsst aber durch. Luftkissenboot. Oh. Ich habe das volle Recht, hier alles zu machen, wie ich will. Haben wir eine neue Live-Extreme-Episode frei oder warum ist da irgendwas auf der Map aufgeploppt? Das Symbol irritiert mich so. Ah ne, das ist die Episode hier um die Ecke. Okay. Ich dachte schon, warum mir das so auf der Karte so penetrant ins Gesicht drückt. Und wir haben eine Live-Extreme-Episode. Mit dem Jungen nochmal vorbei. Sehr voll hübsch von ihnen. Ich muss mal kurz gucken, Mann. Ich will mal irgendeinen Fluss lang böllern. Oder in die Berge. Wir müssen mal gucken, kann man damit einen Berg erklimmen? Es gibt so viele Sachen, die ich damit ausprobieren möchte. Es gibt so viele Dinge, die ich damit ausprobieren möchte. Ja. Warte, Blitzreise. Jetzt dürften wir erstmal ins Flugzeug kommen. Das ist mir aber egal. Weil Luftkissenboot. Hui! Sehr sanfter Fall sogar, ne? Ja. So, den Berg einfach hoch. Klare Antwort. Ich würde sagen, nein. Ja, ja, nein, nein. Okay, dann fahren wir runter. Bergab mit dem Luftkissenboot. Hui. Schön ist, wenn du die Lauter hinhängst und so auch direkt die ganze Wiese. Das ist ein Traum.
Wasser zu Land, als Rasenmäher, Alter, ist das toll. Mit dem Fahrzeug muss man einfach mal einen Roadtrip machen, glaube ich. Einfach mit dem Fahrzeug mal einen fucking Roadtrip durch die USA. Einfach schön quer durch die USA mit dem Hovercraft. Das Berge stoppt dich nicht allzu viel. Die Berge stoppen halt einfach nur, weil wir nicht genug Leistung haben. Und jetzt, wie gesagt, ich schätze mal mit der Hovercraft-Klasse, sobald die reinkommt, werden die auch tunbar sein. Und dann ist das was anderes. Da kannst du mit 300 Sachen mit dem Hovercraft. Ich hoffe echt, dass man so 300 fahren kann. Das wäre voll geil. Aber das ist eine komplett bescheuerte Geschwindigkeit. Das möchte ich einfach mal sowas. Ich möchte einfach denken, so krass, das ist total bekloppt. Das ist der Cane Racer. Das ist ja genau der Gedanken, so wie ich mal so ein Spiel haben möchte. Weil da gerade beim Hovercraft durch die Berge, da ist ja schon alles vorbei. Und wir gehen dazu, Forza Horizon 4 kann man das Ding fahren. Das ist nicht so groß wie der Forza Horizon 4, aber es ist immerhin fahrbar. Der Gedanke zählt. Straße oder Wasser da vorne? Ich glaube Wasser, ne? Ah, die erste Straße, dann Wasser. Also ich fahre über die Straße ins Wasser, aber es ist ein Hovercraft. Ich kann das einfach machen, weil ich Bock drauf habe. Guten Tag. Tschüss! Ein bisschen im Fluss fahren, zack! Das ist schon geil, kein Scheiß! Ich mag die Jungs von der Ivory Tower, ich mag die Jungs von Ivory Tower, sie sind mir durchweg sympathisch, weil genauso bescheuert wie ich. Bescheuert und bescheuert mag sich halt. Überlegen wir, wo war ein fucking Wasserfall? Wasserfall wird wegen runterspringen, auch lustig. Obwohl es ehrlich ist, wie als im Boden runterspringen, ne? Wir werden den Fluss jetzt mal ein bisschen lang fahren. Warte, wo fahren wir denn überhaupt hin, wenn wir den Fluss lang fahren? Oh, das ist ein gutes Stück in irgendeine Richtung. Eieiei. Wir könnten es bis zum Meer schaffen. Aber ich hätte gerne fast einen Wasserfall. Frage ist halt, wo einer ist. Ich habe keinen Plan von Dämmen. Ich habe keine Ahnung, wo Dämme sind hier in. Ist hier ein Damm? Könnte ein Damm sein. Wenn hier ein See ist. Ist hier gar nichts mehr. Okay, ist ein Flüsschen. Ne, warte, aber hier ist ein Damm, ne? Ne, hier ist eine Brücke. Oh, das ist ein Flüsschen. Ja, das ist Salt Lake, ja. Ist hier ein Damm? Hier ist ein Damm. Haha. Blitzreise. Ja, der Boot. Ich brauche kein Boot. Ich hab ein Hovercraft. Bitch. So, welche Richtung muss ich jetzt? Ich will das Ding den Damm runterschießen. Rechts rum. Okay. Kriegen wir hin, wir ballern einmal kurz mit dem Hovercraft den Damm runter, weil ich Bock drauf hab. Weil ich Bock drauf hab. Und wir es können. Ja, die Sitzposition ist so leicht komisch. Also, schön. Die Knieposition ist leicht komisch. Wir knien sehr komisch in dem Hovercraft. Das kommt mir nicht richtig vor. Aber naja, gut, jedem das sein. Ich möchte keinem vorschreiben, wie er in seinem Hovercraft kniet. Wenn man sagt, oh, ich knie sehr gerne so in meinem Hovercraft, dann viel Spaß dabei. Ich wünsche Ihnen viel Spaß weiterhin beim Rumknien. Ich glaube, ich bin richtig, ne? Glaube ich. Hoffe ich. Sehen wir gleich, ne? Aber ich glaube, da hinten geht's runter. Ja, ja, da hinten ist eine Brücke. Das sieht, oh ja, das sieht nach Staudamm aus. Sehr gut. Dann wird auch der Fotomodus mal geknipst, um mal unter das Hovercraft zu gucken. Das ist wie unter den Rock gucken. Ja, nur nicht so, bist nicht so verwerflich. Oh, ich habe, du hast unter den Hovercraft geguckt, du widerlicher Perversling. Ja, das ist nicht so. Das ist nicht so schlimm. Ja, da ist noch so eine leichte Grenze zwischen. Man muss es da abwägen können. Unter den Rock gucken. Ich meine, unter das Hovercraft gucken, Entschuldigung. Mein Gott, das ist. Das. Ich meine ja nur aus Liebe. Wie hält der Außenteil? Gut, dass man sich nicht die Arbeit gemacht hat, das vernünftig zu modellieren. Also ich meine ja nur, man weiß ja wohl, dass es. Also der Unterboden ist ja modelliert. Da seht ihr. Und hier seht ihr dann nicht mehr. Da fehlt sogar eine Textur. Da fehlt eine ganze Texturschicht, Alter. Das ist, als wenn ich mir ein GTA 5 Mod anschauen würde. What the fuck? Wie kann man das denn vergessen? Es reicht, wenn man weiß, dass Leute das Ding in den scheiß Staudamm runterwerfen werden. Kann ich das, ich kann nicht der Einzige sein, der diesen Gedankenzug hat. Niemals! 30% der Leute werden die Hovercraft in den Damm runtergeworfen haben. Okay, kannst du gar nicht den Damm runter fahren noch.
Oh, eine schöne Stromstelle hier. Wir sind gerade einen Damm runtergesprungen. Wir haben auch mal Kurve. Willkommen bei The Crew 2. Ja, willkommen bei The Crew 2. Da geht sowas. Da kann man sowas machen. Sackwortem könnte man da irgendwann mal machen. Ich denke mal eher an einem Livestream, weil das wird ein bisschen ausgiebiger, weil wir nicht allzu schnell sind mit dem scheiß Ding. Leistung gibt es aber natürlich erst nächste Woche, weil ich ja die Woche jetzt unterwegs bin. Es wird auch nicht die Woche, ganze Woche Videos geben. Ich glaube, ich weiß nicht, ob heute schon das letzte ist, die Woche. Weil wie gesagt, ich schaffe es halt nicht so sofort zu produzieren im Moment, weil ich noch ein bisschen im Hintergrund machen muss. Gamescom und so stehen noch vor der Tür und allem. Und größter Problempunkt, es ist fucking warm. Also dementsprechend stirbst du halt, wenn du hier mehrere Stunden Aufnahmen machst. Ich halte sie halt einfach nicht aus. Weil es sehr ungeil ist. Aber na gut. Aber ich würde sagen, genug Kuba-Kopf-Action. Das Ding kommt auf jeden Fall nochmal ausgiebiger, würde ich sagen. Da gibt es auf jeden Fall noch Punkte zu. Wir haben das Ding jetzt den Berg runtergeschmissen, wir sind über den Staudamm gefahren. Ich denke mal, das ist schon mal ein ganz guter Ausgangspunkt dafür. Ich will das Ding auf jeden Fall nochmal durch Koks bewegen. Das ist auf jeden Fall nochmal richtig. Aber ja, wir haben Weg erstmal raus für diese heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier bei Let's Play 6 2 wieder. Bis dann. Tschö, tschö.